Hi, oh Leute! Willkommen zurück zu Kaesim. Ja, im letzten Part haben wir die Minen betreten, denn wir haben den Auftrag von unserem Kommandanten bekommen, dass wir, ja, diese Minen bzw. das Dorf Katar untersuchen sollen. Und ja, da ist wohl scheinbar etwas vorgefallen. Die Menschen sind verschwunden, ein Monster ist aufgetaucht und deswegen, ja, vom Dorf jetzt direkt in diese Minen gegangen, um diese nun zu untersuchen. So. Und ja. Hier wieder ist etwas, wo wir nicht weiterkommen, auch wenn wir hier schräg runterhauen. Das interessiert das Gestein relativ wenig. Deswegen müssen wir das ein bisschen erstmal ausblenden und uns das andere mal anschauen. Oben war ja auch noch ein Weg. Und mir fällt halt gerade so auf, auch wenn die Räume quasi ein bisschen random generiert sind, so der Aufbau der Räume bleibt halt relativ ähnlich, nur dass die halt jetzt an anderen Stellen und Orten sind. So, gehen wir erstmal hier hoch. Gut, haben wir hier zum Beispiel einen Dorfbewohner. Und das ist sogar ein relativ wichtiger. So, aber wir kriegen noch ein bisschen Geld. Sehr gut. Das ist nämlich Marina. Danke, dass du mir aus dem Käfig geholfen hast, mein Kind. Ich bin Marina. Oder Narina sogar, gell? Narina. Mir gehört der Magieladen in der Stadt. Ich hatte mich gerade um mein Pferd Flocke gekümmert, als ich gefangen genommen wurde. Ich hoffe, dass es ihr gut geht. Wenn ich nicht da bin, fühlt sie sich schnell einsam. Komm bei meinem Laden vorbei, wenn du je meine Dienste benötigst. Genau. Also, wir können jetzt in den Magieladen gehen und jetzt könnt ihr euch vielleicht auch ausmalen, für was die blaue Leiste ist. Denn genau, wir können ähnlich wie ein richtiger Belmont auch mit magischen Waffen kämpfen. Und dafür müssen wir in den Laden gehen, aber ich möchte mich eigentlich ehrlich gesagt erstmal gerne noch ein bisschen weiter umschauen. Eben nach oben gehen, weil Magie ist jetzt, finde ich, gerade in dem Gebiet noch nicht so wichtig. Und hey, Schleim, das war nicht sehr freundlich von dir. Und ja, mein Kater ist heute Morgen echt ein bisschen am Rad drehen. Also der ist irgendwie, findet er keinen Platz, wo er sich ausruhen will, aber er sucht irgendwie einen Platz zum Ausruhen und das dreht echt ein bisschen am Rad. So ist das manchmal mit Katzen. Deswegen, der wird wahrscheinlich gleich wieder reinkommen. Wenn es gerne eine Katze zwischendrin gibt, muss ich mit meiner Katze am diskutieren. Und wir hatten ein Level abbekommen, ja? Gut. Ich weiß, dass wir oben auch noch einen Blick hatten. Den hatte ich nicht fertig angeschaut, den auf der einen Seite. Und ich muss aber echt ein bisschen mehr auf Distanz gehen. Wir können auch übrigens den berühmten Alucard-Move machen. Ist ein bisschen schneller zum Ausweichen. Aber wenn ich mich konzentrieren dürfte, das ja eigentlich auch klappen. Und wir kriegen eine Lederkappe, sehr gut. Da kommen wir auch noch nicht weiter. Also ihr seht, ähnlich wie in Metroidvania müssen wir, also Metroidvania sage ich schon, in der Metroid spielen, müssen wir echt eine ganze Menge Skills kriegen, um irgendwo weiterzukommen. Und warte mal, habe ich das rangelegt, aber wir haben jetzt gar nicht geschaut, ob es wirklich so viel ausmacht. Das hat unsere Verteidigung um 1 erhöht. Mit dem Ausweichmove komme ich doch ein bisschen besser zurecht, wenn ich ein bisschen zu unvorsichtig spiele, was passieren kann. Und wir haben eine Wissensschriftrolle bekommen. Was war das denn nochmal Schönes? Erhöht ein zufälliges Attribut um einen Punkt. Ja gut, dann setzen wir das doch einfach mal ein. Warte, wir müssen erstmal gucken, was wir haben. 9, 8, 7, 8. Und Intelligenz erhöht. Ja, ist relativ gut für die magischen Waffen. Mehr Intelligenz machen wir gleich mehr Schaden mit denen. So. Da muss ich mich aber echt mal ein bisschen konzentrieren. Wir kriegen ja echt ein bisschen zu viel Schaden gerade. Kommt vom unvorsichtig spielen. Ah, Fledermäuse, nicht gut. Nervige Gegner, die uns, ja, hier schön runterhauen können und dann kriegen wir noch mehr Schaden. Nicht gerade meine besten Freunde in Videospielen. Ja, ich wollte gerade sagen, wie ihr wisst, die Leute, die mich kennen, wissen das, aber es ist mein zweites Video auf diesem Kanal, das kann nicht jeder wissen. So, Igel, kriege ich dich getroffen von mir? Ja. Naja, gut, mehr oder minder. So. Ja, die Schleime mag ich nicht. Die sind ein bisschen schwer einzuschätzen, wie weit sie springen kann und so weiter und so fort. Haben wir ein bisschen was von diesen Zelda 2 Schleim.
Glibby. Ist mir egal, ob du Glibby heißt, du bleibst Schleim. Okay, scheinbar ist da oben doch kein Weg mehr gewesen, wenn ich das richtig sehe. Was bedeutet das Weiße nochmal? So, das ist einfach nur dieses, dieses Teil gewesen, ich bin gerade verwirrt gewesen. Hä, warum leuchtet das da weiß? Aber das ist Quatsch, alles gut. Wir könnten Speicherpunkt mit etwas Glück sein oder auch nicht. Hier kommen wir auch nicht wirklich weiter, wir sehen nichts. Wie da irgendwelche tödlichen Fallen sind. Lassen wir das lieber erstmal bleiben. Man kennt ja den Symphony of the Night, ja, Stachelraum. Und hey, wir haben einen Jobcard bekommen, sehr gut. So. Hier, das wird noch ein andermal interessant. Aber dadurch, dass wir jetzt durch diese Höhle gehen, können wir auch hier weitergehen. Und dann können wir hier einmal sprengen. Und können an die Oberfläche gehen. So. Und dann sind wir wieder in Katar. Es freut mich zu hören, dass du Narina wieder da ist. Sie ist noch nicht lange in der Stadt, aber sie ist trotzdem eine von uns. Gut. Also der Bürgermeister, ich weiß nicht, ob der uns Items zwischendurch gibt. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Vielleicht erst, wenn man eine gewisse Menge an Leuten gerettet hat. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hier können wir uns einmal frisch machen. Brauchen wir jetzt nicht speichern. Dankeschön. Und wir gehen mal zu ihr. Ah, hallo Jüngling. Dank dir ist mein Magila nun eröffnet. Ich habe viele Zauber im Angebot, die dir auf deiner Reise helfen können. Allerdings kann ich momentan noch keine Zauber verbessern. Ich habe mein Buch der Zauberformel verloren, als ich von diesen Monstern fortgeschleift wurde. Früher hätte ich dir jeden Zauber daraus auswendig zitieren können, aber ich fürchte, mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es einmal war. Bitte gib mir Bescheid, was du Tolles so findest. Genau, gut, oder falls du es findest. Und ja, jetzt können wir hier ein paar Sachen kaufen. Ich überlege, was ich gut fand. Also den Schuriken finde ich nicht gut. Ich meine, das ist so der erste Gedanke, man sieht das so und... Oh, Schuriken! Ist nicht so meine Welt gewesen. Ich glaube, die Robben und Torbern, den müssen wir auch nicht zwingend haben. Der Boomerang ist interessant. Das Schild meines Wissens nach auch. Wir können ja auch Wissensschriftrollen holen, was auch gut ist. Teleportschriftrollen sind auch interessant. Und Onyxring, das dauert ein bisschen, bis wir uns den leisten können. Ist jetzt die Frage, was machst du nochmal? Steht das hier? Du machst unsere Intelligenz eine ganze Ecke höher, gell? Aber... Das wäre es mir jetzt eigentlich nicht wert. Ein Zauber für magische Boomerangs. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal das Messer. Kann man ein bisschen aus der Distanz angreifen. Ist nicht verkehrt. Viel Kohle haben wir sowieso nicht. Müsste voll sein, ja. Gut. Dann können wir jetzt einfach, ich kann es euch ja beim Monster gleich demonstrieren, quasi ein Messer werfen. Und das Gute ist, ich meine, ich könnte das zwar jetzt cutten, bis wir wieder da sind, aber ich kann es euch auch einfach nochmal kurz zeigen. Wir haben jetzt schön den Zugang dahin gebaut und jetzt können wir hier auch wieder in aller Seelenruhe, ja, dahin, wo wir aufgehört haben. Unten war noch ein... Ach, der Raum ist gar nicht so groß da unten. Moment mal. Ja, ist was. Aber ich glaube, das bringt uns jetzt gerade auch wirklich nichts. Brauchen wir irgendwie Licht oder sowas in der Richtung, wenn ich es auch richtig im Kopf habe. Vor einem Blitz, wo ist es? Wenn man es braucht, gell? So, ja, jetzt kann ich euch das ja mal zeigen, bei den Viechern. Kann man aus der Distanz halt in aller Ruhe Messer werfen. Und dann, ja, hat man gut Ruhe. Und der, der ist ein bisschen fieser. Aber der ist machbar. Die Steine mag ich nicht sonderlich. Deine Schockwelle geht noch. Ha! Und der Höhlentroll. Quasi eine Art Miniboss, wenn man so möchte. Und ja, das ist ein interessanter Charakter. Das ist nämlich Bastan. Wenn ihr euch erinnert, haben wir von ihm im letzten Part eine Schriftrolle gelesen, wo er uns etwas über seine Untersuchung hier erzählt hat und einer Kultur, die er hier vermutet.
Danke für deine Unterstützung. Ich bin Professor Burston von der Gildianischen Akademie der Wissenschaften. Also sogar ein Kollege von uns, wenn man so möchte, weil wir gehören ja auch zum Gildia-Königreich, gell? Ich bin vor fast einem Jahr auf der Suche nach den Überresten von König Trails Karawane in Katars angekommen. Während ich in der Stadt war, hörte ich von der uralten Zeichnung in diesen Höhlen. Zu meinem Erstaunen wurden sie von einem unentdeckten Stamm angefertigt, der hier vor fast 1000 Jahren lebte. Ich habe sie Ladori getauft, genau den Namen sollte ich mir mal merken, nach diesen Bergen und widmet meine gesamte Zeit ihrer Forschung. Sie sind ein sehr interessantes Volk, aber es war ihr plötzliches Verschwinden, das meine Aufmerksamkeit erregt hat. Meine Arbeit verlief problemlos, bis sich etwas an mich heranschlich und mich niederschlug. Wir haben ein gemeinsames Interesse herauszufinden, warum sowohl damals auch als auch heute hier Leute verschwinden. Die Minenarbeiter haben auf der untersten Ebene gesprengt. Dort sollten wir mit unseren Nachforschungen beginnen. Kommt schnell, zusammen können wir das Tor zu den untersten Ebenen der Minen öffnen. Genau. Also er will jetzt ein Tor mit uns öffnen und ja, jetzt kommen wir wieder ins typische Metroidvania-Geschehen. Wo hatten wir denn nochmal ein Tor, wo wir allein nicht weiterkamen? Genau, unter dem Eingang war dieser Ort. Deswegen, wenn man sich das gemerkt hat, kann man sich das Leben leichter machen. Wenn nicht, muss man sich halt ein bisschen suchen. Gell? Aber sowas muss man sich in so Spielen dann auch einfach merken. Deswegen kann man jetzt wieder wunderbar mit den Shortcuts hier arbeiten. Natürlich kann man zurückgehen, was ein bisschen mehr EP bringt, aber meine Güte, die kriegen wir noch genug in dem Spiel. So. Im Übrigen, das Messer hat natürlich auch einen Energiepunkt abgezogen. Das habe ich jetzt nicht erklärt, weil ich es gerade so ein bisschen für selbstverständlich gefunden hatte. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Bleib jetzt kurz da stehen, während ich das Tor blockiere. Genau, also er hat uns jetzt geholfen. Und dann kommen wir jetzt hier auch weiter. Und uns weiter umschauen. Wie er mit den ganzen NPCs fertig wird, das ist einmal dahingestellt. Aber der portet sich einfach weg, wie das immer so ist. Und ja, Mäuse halten ein bisschen, oder Ratten, besser gesagt, halten schon ein bisschen mehr aus als die anderen Viecher hier. Ja. Naja, besser in den Kram reinfallen, als von Schleim getroffen werden, denke ich mir zumindest mal. Weil das nicht gerade so viel abzieht, da reinzufallen. Aber es zieht halt auf Dauer viel ab. Man sollte da schnellstmöglich rauskommen. Und Eisenbahnen. Ja, die sollten wir auf jeden Fall auch sammeln. Man kann sich nicht ausmachen, für was man sowas braucht, aber ich erkläre es euch jetzt nicht. So. Okay, ich glaube, hier geht's auch weiter. Kann das sein? Ah, das sind Truhe. Ich glaube, an die kommen wir nicht dran, aber wir können ja mal gucken. Weil man braucht echt oft irgendwelche Skills in früheren Gebieten, um weiterzukommen. Das ist halt echt typisch, dieses Spiel. Und du brauchst auch noch 3 Schläge, alles klar. Und eine Glücksschriftrolle. Was war das denn nochmal? Ja, erhöht wahrscheinlich das Glück, wenn ich jetzt tippen müsste. Erhöht temporär dein Glück. Temporär. Temporär heißt nicht ständig, gell? Also heben wir uns das mal lieber auf. Ich weiß auch ganz genau, wo ich das verwenden werde. Und, okay. Ich glaube, das schaffen wir nicht, aber ich probiere es nochmal. Nee, das kann man vergessen. Das schaffen wir aber. Die Frage ist, was wäre bei dem anderen Weg gewesen? Und das ist dann auch typisch dieses Spiel. Jetzt dadurch, dass es random ist, kann sein, dass da drüben nichts Spannendes ist oder wir nicht weiterkommen. Aber man würde sich auch ärgern, wenn man es jetzt nicht untersucht hat, gell? Von daher einmal rüber mit uns. Achso, du warst ja noch da. Aber natürlich reicht ein Messer nicht aus, dich zu töten. Das kommt noch dazu, gell? Fledermäuse sind einfach nur unnötig eklig. Also, das ist ja in so vielen Spielen so. Das fängt mit Mega Man 2 an. Die sind wo tauchen die das erste Mal auf? Bei Woodman kann das sein. Das zieht sich in so vielen Spielen weiter. In Tomb Raider kommen die Viecher auch ständig, wenn man auf irgendwelche Plattformen draufklettern will und meinen einen dann noch, ja, angreifen zu müssen. Also es gibt genug Beispiele. Zubat. Zubat ist das ultimative Beispiel für nervige Fledermäuse. Also wirklich, es gibt ja nervigeres als ein Zubat in so einer gottverdammten Höhle. Das Einzige, was fast noch nerviger sein kann, ist ein Tentakel.
Tentakel, sag ich schon. Tentara auf was auf dem Meer ist. Je nachdem, das kann höchstens nervige sein, aber das ist darüber lässt sich streiten. Ich meine, klar, es gibt Schutz in diesen Spielen, aber hat man auch nicht immer dabei. Und wir haben einen Ring bekommen. Dieser erhöht unsere Intelligenz und unseren Angriff. Das ist, glaube ich, der Ding, den die uns auch verkaufen wollte, gell? Kann das sein? Steht immer. Das haben wir uns schon mal gespart zu kaufen. Und ja, ich habe nicht mehr so viel Energie. Ich will nicht böse drum. Wenn wir bald was kriegen, um uns mal fresh zu machen. Und wir haben wieder anständig Geld. Das ist gut. Schön zusammenspannig. Boomerang hätte ich ehrlich gesagt schon noch gerne. Ich habe im Kopf, dass er ziemlich cool war. Aber ich kann mich auch irren. Wir können ja mal sicherheitshalber dann speichern, wenn es soweit ist. Und Bohrtroll. Ja, achso, das ist ein anderer Troll. Ja, also. Die Gegner ändern sich natürlich ein bisschen mit mehr anderen Items und so weiter. So. Und ja, den Troll ist das Ziel nicht, dass wir angreifen. Leider nicht wirklich. Aber den Ratten, das sehen, die kann man eigentlich relativ gut im Stand besiegen, wenn man sie dann mal trifft. Und die brauchen wir dann für zum Glück dann auch nur ein paar Treffer. So. Und wir können so ein Messer ja auch mal ab und zu verwenden. Schaden tut's nicht, gell? Und großer Raum. Großer Raum. Da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir weiter. Okay. Zeit für ein bisschen Nebenstory. Professor Besten, Eintrag Nummer 2. Man darf schon deuten darauf hin, dass der Schamane der Anführer des Ladouis-Stamms gewesen ist. Sie haben sich in allen Aspekten ihres Lebens auf seine Hilfe verlassen. Soweit ich es bisher sehen kann, scheint der Schamane der Großteil seiner Zeit damit verbracht zu haben, zu meditieren und zu versuchen, eine Verbindung zu den Geistern außerhalb unserer Welt aufzubauen. Bei diesem Unterfangen hat er seltene Edelsteine als Hilfsmittel genutzt. Die Ladouis haben genau wie es die Mystiker von heute immer noch tun, dann geklappt, dass die Edelsteine übernatürliche Kräfte enthalten. Vielleicht war es die Suche nach solchen Steinen, die den Stern dazu gebracht hat, sich in diese Minen vorzuwagen. Kann man sich durchaus vorstellen, wenn man so einen Glauben hat und man sowas hier abbauen kann, ist das Grund genug für so ein Volk daran zu arbeiten. Ich meine, auch Inkas haben sowas durchaus getan. Und glaubt mir, die hatten auch definitiv etwas dafür übrig. Und du magst, du willst was werfen, ich kann auch werfen. Und nun? Naja, hier kommen wir gerade nicht weiter, aber ich habe ein bisschen Hoffnung, dass wir in dem Raum prinzipiell weiterkommen. Und ich glaube, da dürfen wir aber hochkommen. Also auch so einen Raum hatte ich in meinem letzten Speicherstand, aber der war, glaube ich, auch ein bisschen... Da kommen wir hoch, da bin ich mir sicher. Der war ein bisschen anders angelegt, meine ich. Das... Ich weiß nicht, also entweder von ganz da oben aus... Oder ich muss noch ein bisschen mehr an die Kante gehen. Aber das bringt uns auch nicht wirklich weiter. Gut, alles klar. Dann lass uns mal unten gucken, was wir finden. Da brauchen wir wieder etwas, um da durchzukommen. Aber hier kriegen wir schon mal eine Sache. Du machst ganz oben auf. Sehr gut, und dann machst du da drüben auf und dann geht's weiter. Kleines Puzzle, wenn man so möchte. Passt doch ganz gut, würde ich behaupten. Und ich muss sagen, was mich echt an dem Spiel gefällt, es hat sehr viel mehr Jump'n'Run-Einlagen als Castlevania. Wo man teilweise echt sehr oft gerade Gänge hat, wo Gegner auftauchen. Und hier legt man echt nochmal ein bisschen mehr Wert darauf, dass man auch echt ein bisschen sauberer plattformt. Weil im Moment haben wir es nur mit dem Gift zu tun, aber ich habe einen Sprung versaut, fallen werden noch schlimmer. Definitiv. Wir sind noch im ersten Gebiet des Spiels, so viel kann ich verraten. Von daher, das hat schon einen guten Touch. Achso, hier muss ich hin, gell? Und, jo. Dann dürft ihr wieder ein Shortcut sein, genau. Und dann kann man sich nochmal draußen frisch machen. Also, sie sind manchmal ein bisschen sparsam mit Speicherpunkten. Manchmal werfen sie die an den hinterher. Das ist, ja. Das ist mal so.
Haben wir eigentlich jetzt genug Geld, um uns Boomerang zu leisten? 205, ne, das reicht natürlich nicht aus. Aber ich denke sowieso, eigentlich ist das ein guter Punkt, nochmal einen Cut zu machen. Wir haben jetzt schon, ja, den ersten Flur quasi untersucht der Mine. Aber es geht natürlich noch tiefer nach unten. Das Spiel heißt nicht umsonst, Kaysim Kluft schluckt, wie man es auch übersetzen möchte. Kluft finde ich tatsächlich ein bisschen besser. Klingt ein bisschen fieser. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Und ich freue mich, von euch zu hören. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, weiter die Mine erkunden. Bye, bye.